Wahlendspurt in Mainz. Das Duell der Frauen. Bleibt Malu Dreyer an der Macht oder schafft Julia Klöckner den Wechsel? Sie ist ein Kind aus Rheinland-Pfalz und sogar Weinkönigin war sie mal. Für manch einen ist sie schon Merkels Kronprinzessin. In der CDU hat sie jedenfalls ziemlich schnell den Aufstieg geschafft und ist schon was geworden. Und am Ende Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz? Die Spitzenkandidatin ist im Reisebus unterwegs. Wahlkampf fast wie in Amerika. Aber nur hier ist Zeit für ein persönliches Gespräch. Ich habe ein paar Bilder mit, weil wir so ein kleines Porträt machen. Ich ahne Schlimmes. Hier. Einmal mit der Schultüte. Meine Schultüte, als ich jung war. Genau. Sie sind ja quasi... Also ein Kleid, gell? Oh Gott. Ja, Punkte. Bunt. So, aber man erkennt sie noch, finde ich. Sie sind ja auf dem Weingut ihres Vaters quasi groß geworden. Weingut ist was Schönes. Ja, so mitten in den Feldern heißt, sie kriegen die Jahreszeiten richtig mit. Also für mich ist Heimat ein Stück Geruch auch, Heu. Heugeruch. Und wir hatten immer Kinder da. Also es waren immer Mitschüler da, weil unglaublich viel Platz ist. Wir haben eine Weinprobierstube, einen Keller und Weine zu probieren vom Fass oder dann direkt aus der Flasche und Feten zu feiern. Das war eine Adresse immer für alle. Also insofern war es eine schöne Zeit. Sie sind ja dann auch Weinkönigin geworden. Ja. Wie hat das Ihr Leben verändert? Ach naja, das ist jetzt 21 Jahre her, über zwei Jahrzehnte. Wie es mein Leben verändert hat, das ist schwer zu sagen. Ich habe dann, ja, also jetzt nicht grundlegend verändert. Es war ein Ehrenamt für jeweils ein Jahr. Ich bin als deutsche Weinkönigin sehr viel in der Welt rumgereist und war dann später in dem Deutschen Bundestag 9 Jahre lang ja Mitglied im Agrarausschuss und auch Staatssekretärin just für den Weinbau zuständig. Also ob es mich verändert hat, weiß ich nicht, aber es hat mich schon sehr geprägt. Ihre Rolle als Weinkönigin hat sie zum Medienprofi gemacht. Das nützt ihr jetzt im Wahlkampf. Einzug in Prüm. Die Blaskapelle spielt auf. Klöckner hat den Laden schnell im Griff. Zwei Mädels sind dabei, sehe ich gerade. Frauenquote so Sache in der Eifel. Gell? Sie spricht einmal alle Themen an, die im Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz eine Rolle spielen. Von der Bildungspolitik über Kommunalreformen bis zur inneren Sicherheit. Viele Themen an vielen Orten, die Klöckner mit ihrer mobilen Medienzentrale besucht. Hier gibt sie Interviews und präsentiert sich der Öffentlichkeit. Und dann so ein toller Bus. Wie ist das, wenn man sich selber auf so seinem eigenen Bus sieht? Am Anfang befremdlich, auch wenn ich mich auf Plakaten sehe, ist immer erstmal ein bisschen Beklommenheit, aber dann denkt man, naja, kennst ja die Bilder und so soll es dann auch sein. Witzig ist immer, dass ich jeden Tag bekomme ich E-Mails und SMS von Freunden, die irgendwo durchfahren, ein Plakat von mir gesehen haben und mir ganz schnell ein Foto schicken. Ja, ja. Oder meine Nichte oder Neffe oder sowas. Das finde ich dann nett, weil das was sehr Persönliches auch ist nebenbei. Aber dafür bleibt kaum Zeit bei der Menge an Terminen, die Klöckner abarbeitet. Es ist echt was los. Wir hatten gestern 1300 Leute. Und auch im Centerpark Eifel ist der Saal gut gefüllt. Ich glaube, an einem Thema kommt man gar nicht vorbei. Das ist die Flüchtlingsfrage. Wie kriegen wir die Menschen denn integriert, die zu uns kommen? Denn ein Nebeneinander wird keinen Zusammenhalt letztlich einer Gesellschaft bringen. Wir haben eine Vorstellung, wir haben einen Plan, wir haben ein offenes Herz, müssen aber konsequent in der Anwendung auch sein, damit es funktioniert und auch gelingt und nicht die Gesellschaft auseinanderdriftet. Einen Plan haben klingt erstmal gut. Aber was will Frau Klöckner jetzt genau anders machen als die SPD-Regierung? Erstens. Ein Integrationspflichtgesetz und zweitens verpflichtende Integrationsvereinbarungen. Denn wer zu uns nach Deutschland kommt, der weiß sehr, sehr schnell, welche Rechte er hat, welche Ansprüche er an den Staat stellen kann. Und da sage ich, dann kann man auch verlangen, dass man sehr, sehr schnell weiß, welche Pflichten man selbst auch hat. In den Umfragen sieht es eigentlich ganz gut aus für Julia Klöckner. Sie hat sich jedenfalls einiges vorgenommen. Danke. Ich habe gelesen, dass Sie privat Querflöte spielen. Ist das richtig? Welches Instrument spielen Sie im Orchester der Politik? Da bin ich ganz gern Dirigent. Da, wenn man sich bewirbt um das Amt der Ministerpräsidentin, hat man natürlich eine Führungsaufgabe, muss aber schauen, dass das Team auch stimmt. Kanzlerin Klöckner, wäre das auch eine Option für Sie? Wir haben die Kanzlerin Merkel und die werden wir noch lange hoffentlich haben, denn Angela Merkel ist in schwierigen Zeiten, in denen wir ja wirklich auch sind, sehr beständig, sehr unaufgeregt. Man braucht Geduld, denn wer die Geduld verliert, verliert ja auch die Kraft. Klöckners Wahlkampftour geht weiter. Noch bis Mitte März ist sie in Rheinland-Pfalz unterwegs.
Hallo, guten Tag. Ich grüße Sie ganz herzlich. Danke.